Moin liebe Top-Familie und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zu einem The Mask Singer Ranking Video. Heute keine Top 10, sondern eigentlich hatte ich erst eine Top 10 vor, habe mich dazu entschieden, jetzt schon irgendwie dieses Video aufzunehmen, ich weiß nicht warum. Vielleicht weil ich einfach Bock dazu hatte, warum nicht? Einfach Bock. Wir ranken nämlich die Final-Openings der bisher vier Staffeln. In jedem Finale haben immer alle Masken gemeinsam gesungen. Nicht so wie bei der ersten Sendung, wo ja Matthias auf die Bühne kommt, dann kommen die Masken und dann werden ja die Duelle immer vorgestellt. Im Finale ist es ja so, alle die ausgeschieden sind und die ja im Finale sind, singen zusammen einen Song. Natürlich ist es immer so separiert, das ist mir zumindest aufgefallen, dass erst die Charaktere, Kostüme, Masken singen, die rausgeflogen sind und dann erst so gesehen ab der zweiten Strophe gemeinsam die singen, die im Finale sind. Und wir haben vier Auftritte, eben Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3, Staffel 4. Und die habe ich gerankt. Ich sage euch auch, nach welchen Kriterien ich gegangen bin. Ich bin nach den Kriterien Song gegangen, Performance, in Anführungszeichen Leistung, und insgesamt, wie mir das Gesamtbild gefallen hat. Ja, und so kam dann das Ranking zustande. Deswegen haben wir halt heute womöglich ein etwas kürzeres Video als sonst. Dennoch würde ich mich natürlich sehr über eine Unterstützung freuen. Gebt einen Daumen nach oben, aber nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Wie gesagt, wir müssen ja auch nur vier Sachen ranken, beziehungsweise vier Auftritte ranken, nämlich die Finalauftritte. Ich werde euch alle vier unten verlinken. Zwei gibt es auf YouTube, zwei nicht. Die sind auf ProSieben zu sehen. Verlinke ich euch aber auch sehr, sehr gerne unten. Dann könnt ihr euch die auch nochmal anschauen. Für mich auf Platz 4. Wer kennt die Staffel, ist für mich der Finalauftritt aus Staffel 3. Sage euch warum. Erstmal die Duellanten, wollte ich gerade sagen. Nee, hier, die Masken haben gemeinsam One Night Only aus dem Musical Dreamgirls gesungen. Comeback hat ja auch mitgesungen, weil der Gewinner ja immer der vorherigen Staffel mal mitsingt. Ich muss aber zugeben, irgendwie hat dieses Lied mich von allen vier Auftritten am wenigsten angesprochen. Ich fand zwar die Kulisse cool, muss ich zugeben. Wartet mal, so. Also ich fand die Kulisse cool, so wie man das aufgebaut hat. Am Anfang sitzen hier noch Sonja und Bülent. Und dann kommen nach und nach halt die Charaktere auf die Bühne und singen. Aber irgendwie spricht mich das tatsächlich am wenigsten einfach an. Auch ich würde mich natürlich wieder sehr, sehr freuen. Schreibt von den vier Auftritten, schreibt einfach nur Staffel 1, 2, 3, 4 und in die Kommentare mit dem Platz, welches ist für euch das beste Final-Opening, welches für euch das schlechteste. Für mich ist es das aus Staffel 3 auf dem vierten Platz. So, jetzt muss man nur mit den Zahlen hier zurechtkommen. Ja, leider. Was heißt leider, aber ich wollte gerade sagen, jeder kann sich freuen, auf dem Treppchen zu sein. Nee, kann eben nicht. Also leider ist Staffel 3 nicht auf dem Treppchen. Machen wir dann weiter mit dem dritten Platz. Auf dem dritten Platz, na, wer kennt die Staffel? Richtig, Staffel 1. Alle haben gemeinsam Bohemian Rhapsody von Queen gesungen. Natürlich gab es da noch Zuschauer, aber jetzt abgesehen davon,
Ich fand es insgesamt cool, wie alle auf der Bühne standen. Das ist Punkt A. Punkt B, finde ich das Lied sowieso ganz, ganz toll. Queen ist nicht nur einfach an sich eine tolle Band mit tollen Songs. Ich höre es sehr, sehr gern. Es macht immer Spaß und Queen ist einfach so gute Laune. Ich habe jetzt muss ich überlegen, ich sag mal, das ist jetzt ein paar Wochen, glaube ich, her, mit irgendjemandem von euch geschrieben. Du kannst dich jetzt sehr, sehr gern melden, weil ich muss jetzt den Kommentar raussuchen. Und zwar, dass ja das Mikro von Heinz Hönig, war das letzte Woche? Oh, ich glaube, das war sogar letzte Woche, dass das Mikrofon von Heinz Hönig im Finale, nicht, dass er seinen Text irgendwie verpatzt hat, sondern dass irgendwie sein Mikro nicht ging. Das hat irgendjemand von euch geschrieben. Tut mir leid, wenn ich jetzt leider nicht deinen Namen weiß, aber schreib es uns sehr, sehr gerne hier in die Kommentare. Ich geb ja sowieso euch immer sehr gerne auch ein Herz beim Kommentar. Jedenfalls, ich fand den Auftritt cool, wie die gemeinsam gesungen haben, wie Monsterchen reinläuft, finde ich sehr, sehr schön. Von daher, also das der Start für in das Finale von der ersten Staffel fand ich sehr, sehr cool. Auch hier in der Beschreibung bei YouTube steht, was ein furioser Start in das Finale. Alle Masken der ersten Staffel von The Masked Singer öffnen das Finale mit einer tollen Performance und singen eben Bohemian Rhapsody von Green. Sehr, sehr cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Machen wir weiter mit Platz 2. Wenn ich jetzt ja Platz 2 vorstelle, weiß man Platz 1. Deswegen überlege ich, ob ich das jetzt irgendwie interessant machen kann. Aber da fällt mir leider nichts ein. Jedenfalls, wir haben Staffel 1 jetzt gehabt und wir hatten Staffel 3. Sprich, Staffel 2 und Staffel 4 fehlen noch. Machen wir Platz 2. Damit Silber. Kommt für mich Staffel 4. Wir haben gemeinsam, leider nicht auf YouTube, Link ist aber unten in der Beschreibung, dann zum ProSieben-Link. Wir haben gemeinsam Fix You von Coldplay gesungen. Und ich muss zugeben, ich finde dieses Lied sehr, sehr emotional. Wenn ich es mit den anderen Auftritten vom Song her vergleiche, ist Fix You tatsächlich eher ein Lied, was ich als Performance in einer Staffel eher sehe, statt irgendwie so eine Gruppenperformance. Aber es war echt schön gesungen. Also ich fand das sehr, sehr toll. Ich fand schön emotional gesungen von allen gemeinsam. Auch von den ja bereits ausgeschiedenen Teilnehmern. Ich mag das Lied schon lange. Ich habe das Lied das erste Mal gehört bei, hier, wie heißt er mal, Aussie California. Weil das ist das Lied, wo Caleb Nichols, auch bekannt als der Schauspieler Alan Dale, weil ich den ja auch aus Lost kenne, mit Charles Whitmore, gestorben ist zu diesem Lied. Und da habe ich das erste Mal gehört. Seitdem verbinde ich irgendwie mit diesem Song immer so aus der California und den Tod von eben Caleb Nichols. Klingt makaber. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ja dauernd immer daran denke. Ich finde das Lied schön, es ist ein emotionaler Song. Ich bin jetzt nicht der größte Coldplay-Fan. Ich würde aber sagen, dass ich so zwei, drei Lieder von denen mag. Jetzt nicht jeden Song, ich bin jetzt kein Coldplay-Fan. Ich mag da eher One Republic und Imagine Dragons, muss ich zugeben. Aber trotzdem ist es für mich auf zwei, weil ich fand, A, wie alle da gemeinsam stehen, emotional, vom Storytelling her, fand ich das sehr, sehr schön gesungen. Ja, und dann bleibt nur noch eine Staffel übrig, die für mich auf Platz 1 ist, nämlich Staffel 2. Warum Staffel 2? Das hat verschiedene Gründe. Erstmal haben alle gemeinsam eines meiner absoluten Lieblingslieder aus meinem, würde ich sagen, Top 1 bis 3 Film gesungen, nämlich die haben gemeinsam The Greatest Show gesungen aus dem Film The Greatest Showman.
Ich habe diesen Film tatsächlich letztes Jahr das allererste Mal gesehen. Das allererste Mal. Ich sag mal so, ich glaube, das war im November, dürfte das, glaube ich, sein. Und ich habe mich in diesen Film verliebt. Ich finde diesen Film so toll auf verschiedenen Ebenen, vor allem voran aber die Musik. Und wie alle das gemeinsam machen, gemeinsam performen, gemeinsam das Spaß haben, finde ich halt echt toll. Auch Matthias Oppenhövel, der in dem Sinne wirklich auch mitsingt und am Anfang macht: Ladies and Gentlemen, this is the moment you've waiting for. Finde ich mega geil. Ray singt auch mit. Ruth dreht sich da auf dem Stuhl. Das ist für mich das beste Opening, das beste Final-Opening von The Masked Singer. Ja, das war's dann auch schon. Wie gesagt, wir müssen nicht in dem Sinne alles jetzt im Detail sprechen. Wie gesagt, Videos kann ich euch leider nicht zeigen. Habe ich ja schon letzte Woche gesagt. Aber die Videos sind unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut sie euch sehr gerne an. Dann könnt ihr euch auch nochmal in dem Sinne eine Meinung darüber bilden. Und schreibt dann sehr, sehr gerne in die Kommentare, welches finale Opening ist für euch auf Platz 1, welches auf Platz 2, welches auf Platz 3, welches auf Platz 4. Ich finde, man kann jetzt nicht irgendwie neutral daran gehen, sondern halt einfach, welches Opening spricht einen am meisten an. Für mich ist das aus Staffel 2 auf Platz 1, dann kommt Staffel 4, dann kommt Staffel 1 und dann kommt Staffel 3. Das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es natürlich gefallen. Wenn es so ist, dann zeigt es sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und Glocke zu aktivieren. Und für den Teil der Top-Familie würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns morgen zu Videos wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Was weiß ich, wann ihr dieses Video guckt und auch an welchem Tag. Muss ja nicht heute sein. Vielleicht schaut ihr das ja nachträglich. Ich wünsche euch was und wir sehen uns dann wieder. Und bis dann bleibt mir nur noch zu sagen: Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie. Bis zum nächsten Mal rein. Und tschüss.